Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. So Freunde, ich hatte keine Zeit mich vorzubereiten, was immer scheiße ist für eine Auktion. Moin erstmal an alle, wir sind heute unterwegs und wollen schauen, dass wir mal ein, zwei schöne Autos nachgekauft kriegen vielleicht. Problem ist hier, wir hatten so viel zu tun die ganze Zeit mit Filmen und dies, das, jenes, welches, dass ich noch keine Minute hatte, mir überhaupt mal irgendwas anzugucken. Gibt es ja nur ein Bild zu dem Scheißding, was soll das? Ernsthaft? So traurig, oder? Okay, das ist alles nicht so schlimm. Ich denke mal, dass wir hoffentlich vielleicht was bekommen. Hier haben wir ein Unlimited Anniversary Modell, 75 Jahre Jeep oder Wrangler oder wie man es auch immer nennen will. Und hoffen, dass die heute hier pünktlich starten, die Kollegen. Das machen wir gleich mal auf hier. Kann mich nur entschuldigen, hier nebenbei zu essen, aber es ist einfach keine Zeit, wie so oft im Autohandel. Geil ist, dass sie hier ein ähnliches Bild haben. Das ist echt das Letzte. Wir hatten harte Winden drauf. So ein Ding hat man schon mal als Dreitürer. Den konntest du komplett, immer komplett auseinanderbauen. Der hat eine Steuer, bla bla. Der hat ein Navi angeblich, das ist gut. Hat zwei Schlüssel, zwei Halter. Checkheft ist bei dem Auto jetzt nicht da. Liegt aber meistens daran, dass es einfach hinten in der Bedienungsanleitung, hinten auf den letzten, wissen die 20 Seiten aufgeführt ist. Und da klingelt es auch schon. Klingelt es wie wild, Alter, wirklich, Freunde, die drehen durch. 28 Mille. Bei 25 eingestartet, ist durch die Decke gegangen gerade. Sind gleich bei 29.000, über 29.000. Brutal. 30 Mille erreicht, moin. Leck mich in die Tasche, ne, für den Jeep. Also ganz ehrlich, ich sehe auch 34,9 sehe ich ja auch, aber... Nee, Alter, 31 und. Plus Aufgeld, über 32 Mille. Ciao. Next one ist ein A250 AMG. Als Limousine. Ist ja ein ganz frisches Auto, ganz frisch auf dem Markt. Ich denke, da gibt es halt viele Benz-Händler, die die Dinger am Start haben für schmales oder für einen guten Kurs. Halt schwierig, damit denen zu konkurrieren, wobei der geil aussieht. LED, Panoramadach, AMG innen außen, große Cockpit drinne. Sehr nice, auf jeden Fall das Ding. Schönes Kfz, aber wird teuer sein. Behaupte ich mal. Ich versuche euch mal nicht ganz so schnell sehr die Ohren voll zu schmatzen. Sorry dafür. Geiles Boot. GLS ist der Wahnsinn. Hammer. Fett, 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 hat man auch zu viel runter. Bin ich raus. Für den GLS haben sie sich gerade richtig drum gekloppt um das Ding. Aber hier CLS 500 Shooting Drake. Den finde ich nochmal cool. Ich weiß, das gefällt nicht jedem das Auto, aber ich feiere das. Schade, dass es keinen mehr gibt aktuell. Aber kann nur sein, dass Mercedes dort nach jeder Zeit wieder zurückrudert und so ein Ding wieder rausbringt. Was war hier für eine Lampe? Handbremse bloß, okay. Ach, guck mal, der ist voll hier. Alle Leisten. Immer volle Bude, geil. Und der wird teuer. Memory, Sitzlüftung, Harman Kardon wird ich, hatte ich glaube ich gerade schon gesehen. Memory ist klar, schwarzer Dach mit AMG in außen. Kamera, LED, Schiebedach, die schöne Felge, cooles Ding. So, was ist los? Ist was kaputt? Ne, guter Stern fehlt. Und da ist die Schwellerverglasung irgendwie lose. Wahrscheinlich mal irgendwo hängen geblieben oder so. Aber sieht erstmal geil aus. Das Ding ist aus dritter Hand schon. Checkheft fehlt, gut, ist digital bei dem Boot. Liegt halt wahrscheinlich nicht vor. Ist ein Heckantrieb. Hier muss ich echt aufpassen, hier muss ich genau wissen, was drin steht. Wenn du irgendwas überliest, hast du ein Problem. Aber das sieht gut aus. CLS 500, das ist auf jeden Fall ein Kandidat, den man sich hinstellen könnte als Shooting Brake, finde ich. Vor allem wenig runter, aus der letzten Serie so ziemlich. Ich suche CLS offen, suche mir einen Shooting Brake, weil es kann ja sein, du kriegst für die Kohle dann doch schon einen AMG. Ich suche mal bis 90.000 Kilometer, suche mal ab 400 PS, ab 15. Benzin, und da gibt's schon, kannst du eigentlich schon aufhören, da gibt's noch eine Handvoll Autos. 35k geht's los mit AMG 45 runter. Und dann geht es direkt hoch auf 36,7 in schwarz mit beigem Leder. Der ist doppelt inseriert. Und dann 36,9 pendelt sich so ein bisschen ein. Also da gibt es halt wirklich wenig Autos. Hier ist immer entscheidend Farbzusammenstellung und kann da irgendwas Besonderes.
Farbe ist okay, der ist grau, die Felge ist schön, das ist die 20 Zoll. Die es dann auf dem 213er gab, der hat 70 runter, das passt mir, da hat Sitzlüftung. Also da lässt eigentlich kaum Wünsche offen, Standheizung wäre noch schön gewesen, ansonsten hat das Ding eigentlich alles Direktlenkung, Connected Me schon drin und. Also das ist cool. Bin ich gespannt, ich denke, die werden sich gleich darum prügeln. Wie, hat er eine Steuer? Nee. Also war wahrscheinlich ein Privatbesitz, erst Mercedes, dann irgendeine Firma, dann privat. So wird es gelaufen sein. Ist normal, 5 Jahre alt, 3 Besitzer, nicht unüblich, wenn man bedenkt, dass der Erstbesitz dann eigentlich schon irgendwie der Händler war. 25er Stab, 30er Schallmauer durchbrochen und jetzt wird es uninteressant. Also sind wir hier bei 33.000 Euro mit Aufgeld am Ende des Tags. Das macht keinen Sinn. Ciao Kakao, ich bin raus. Ziehen wir uns lieber in den nächsten rein. GLC mit AMG, 250er Diesel. Vollleder, achtfach bereicht, Navi, 360 Grad Kamera, LED-Licht, 7.500 Euro Vorschaden, Aromatikpaket, sehr gut. Keyless, Parameterlenkung, Ausstellung ist cool. Motorraumabdeckung beschädigt. Okay, ja gut, scheiß drauf. Da war der Maler drin. Ja, normalerweise musst du dich auf sowas korrekt vorbereiten. GLC, da ist es mit AMG. Ja, geht's schon los hier für 27,9. Muss man aber eben dann mal gucken, ob der hat auch Keyless. Ich denke auch, so 29,9 ist max der Verkaufswert für das Boot. Mal sehen, was sie dafür haben wollen. Ich wollte mich nur noch mal safe vergewissern. Hat auch keine Steuer, also das Ausland wird den wahrscheinlich eh nicht kaufen. Oder irgendein Gewerbetreibender. Bin bei über 27 Mille gerade. 27,6. Also ich weiß nicht, habe ich irgendwas übersehen? Gut, der Matic und so, das ist schon geil. Aber ehrlich, jetzt ist das Album. Ne. C220. Schönes Kfz. So. Was haben wir denn bei dem Wagen? Okay. Kratzerchen. Aber halt geil. Schwarz-schwarz. Mhm. Naja, okay. Ein bisschen Lack hast du hier auf jeden Fall an dem Ding. Einladekante. Typisch. Unten das Schwert auch beschädigt. Naja, wie es ist, eben so. Der ist aber dafür aus First Hand, hat ein Checkheft dabei, hat zwei Schlüssel, ist unfallfrei, komplett sauberes Auto, bis auf ein paar Kratzer. LED-Licht und Command und überhaupt Soundsystem, Head-Up-Display und Night-Paket, Panoramaschiebedach, Ast rein. 69.000 Kilometer, so wünscht man sich das. Innen drin mit schwarzem Lack drin. Einmal frei. Das sieht schön aus. Und die Räder dabei. Jetzt bin ich gespannt, was sie dafür haben wollen. So, der ist durch. Jo, Preis ist erstmal geil. Die steigen tief ein, aber es klingelt dann richtig hoch, ne? Gut, es ist ein 17er, ne? Mit Keyless Go und so, das ist schon witzig. Ja. Pff, Alter. Aber das ist echt der letzte Schein hier, den ich jetzt hier rauslege. Wenn das nicht zieht, dann leck mich am Arsch. Ja. Alter, nee. Nee. Sorry, Bro, aber das geht nicht. Das ist alles nichts für den Enrico. Suche ein bisschen was mit gescheiten Kilometern. E220 ist ganz geil. Zu viel runter. A45, sowas haben wir schon lange nicht mehr. Und Infiniti Q50, das ist gar nicht meine Welt. Null. Der ist mal schön, ne? Herrlich. Mit Night-Paket. Der ist gut. Richtige Cockpit drinne. Hat 360 Grad parken, hat die große Klima dabei, hat leider keine Standheizung, hat noch die richtigen Räder am Start, aber wird auch teuer werden. Werden sich auch wieder drum prügeln um das Boot. Also in letzter Zeit kann ich immer nur wieder sagen, es wird auf jeden Fall nichts billiger aktuell, also es wird wenn dann nur noch teurer. Ja, Zustand scheint okay zu sein. Alles tutti. Erste Hand, so wünscht man sich das. Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Leasingfahrzeug gewesen. 900 Euro Vorschaden, meine Güte, das ist nix. Verkehrszeichenerkennung, bla bla bla. Also ist echt hübsch, das Ding. LED-Scheinwerfer und Co. Naja, sowieso. Aber 97.000 Kilometer auf der Trommel. Und kein Allrad, nur Heckantrieb. Aber dafür AMG innen und außen. Na gut, dann ziehen wir uns jetzt erstmal die E-Klasse schnell rein. Bam, bam. Naja, halt, den gab es erst ab 17 den Eimer. Oder Ende 16, na ja, gut, wir suchen mal bis 100, 190 PS.
Diesel. Nachtschlacht für einen Diesel. Ah, dein Rico hat auch sein Auto. Bratislava, Silber, Grau. Und der nächste weiß hier unten, kostet 30,9. So, die E-Klasse ist jetzt dran. Also ich denke, ein cooler Verkaufswert wäre hier irgendwas 28,99, das sind 29,9 so. Alter, ja, da fangen die am Arsch der Welt an. Die haben bei 22 angefangen, das ist ja Käse, Kunde. Da echt lächerlich. Und da sind wir jetzt auch bei 28 und rausgekommen gerade. Ist ja albern. Ja, das sieht bis jetzt traurig aus, sag ich dir ganz ehrlich. So, Ja, jetzt ist halt hier C-Klasse Limousine mit Allrad. Da werden die sich auch richtig drum kloppen um die Karre. Weiß ich gar nicht, ob es überhaupt lohnt, sich das anzugucken. Wie ist jetzt schon an der Steuer? Ja, nee, hat er nicht. Ja, dann fürs Ausland ist es halt mega interessant. Aber es gibt eben auch private Leute, die Bock haben auf eine Limousine. Das muss man jetzt eben mal checken. Für so ein Auto ist eigentlich übel selten. Das wird richtig teuer mit AMG-Paket. Also wenn du das Auto komplett mit Ausstattung suchst, wird sich echt vom Sitz fledern, was so ein Auto kostet, ne? So, jetzt mal schnell als Jux. Ziehen uns den mal rein. Suchen mal als Limousine. Wir suchen mal bis, weiß nicht, so viel hatte der gar nicht runter. Ich glaube 80 oder 70. 70, 73.000, 74.000 hat er runter. Oh, warte mal ganz kurz. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Die Bude hat kein Navi, ne? Aufpassen, aufpassen. Ne, doch, der hat wirklich kein Navi. Also zumindest kein Map Pilot, ne? Also ist nichts gesteckt. Müsstest du also noch organisieren. Die Vor ist uns wahrscheinlich da. Aber trotzdem, so ein Auto ist scheiße selten. Wir suchen mal Automatik, Diesel. Ich brauche gar keine Ausstellung, glaube ich, kurz suchen, wenn ich jetzt hier Allrad reinklicke. Zack, 52 Treffer, das ist nichts. Geht's los bei 22,9 ohne AMG, mit AMG mit 100 runter, mit dem 170 PS 23,9. Und der nächste, auch mit 100 runter, kostet 26,5. Und der erste, wo du sagst, so kilometertechnisch passt, 27.000 Euro. Das ist schon viel Geld, ne? Für die Limousine. Finde ich viel Geld. Ehrlich jetzt. Aber wir wollen es nicht übertreiben, so über 23 Millionen. Oh, Gottes Willen. 23,5. Sind wir gleich bei 24, das macht gar keinen Sinn hier, Alter. Selbst wenn du 27,9 kriegst für so ein Auto. Nö, das war dann auch nichts. Es kann natürlich sein, dass irgendein Händler sagt, ja, ist alles viel zu billig, dann kauf doch, mach doch, nimm doch alles mit hier. Und wär glücklich, kann ich nur sagen. Jetzt gucken wir uns mal hier den A45 AMG an, der ist mit Edition 1 Paket, so wie es aussieht. Oder hier, wie es auch immer hieß. Steht sie vielleicht irgendwo. Ja, auf jeden Fall mit einem Spoiler bei irgendeinem Paket, der hat auf jeden Fall Blindspot. Was hat denn für eine Klima? Keine Steuer, das ist blöd. Der hat auch die scheiß Klima drin. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich finde das Auto ja geil, ne? Da kannst du ja sagen, was du willst. Ich finde den Alterung feier ich ja. Mir gefällt das. Das Einzige, was ich null geil finde, ist das hässliche Lenkrad. Der hat einen OC4 runter, ne? 100 auf der Uhr, ciao. So lichtet sich das Feld doch relativ schnell. C300 Cabriolet, bin ich dabei. GLC 250, auch um die 95.000, das ist halt grenzwertig. C300, jawohl. GLC 43, 97 runter ist nix. E350 4Matic, jawohl. C400, jawohl. E350 nochmal, jawohl. Das ist mal eine interessante Kombination. Außen Obsidian-Schwarz würde ich sagen. Rotes Häubchen obendrauf. Und rote Lederinnenausstattung. Weiß-Rot ist noch krasser, ja. Kein Erstkauf leider. Also Nackenheizung, Nackenraum, Kopfraumheizung und wie man die Scheiße nennen will. Gab es mal einen übelsten Rechtsstreit über Jahrzehnte fast schon hinweg zwischen Mercedes und Audi. Ich glaube Audi, war es Audi? Genau, die als erstes quasi ihren Nackenheizer da als Erstkauf betitelt hatten und dann ging es um die Namensrechte und Patentrechte und ach was weiß ich, Alter, da haben sich übelst lang gestritten. Und am Ende haben sie so lange gestritten, dass das Patent irgendwie ausgelaufen war und hat sich das irgendwie im Wohlgefallen aufgelöst für Mercedes wohl. Also korrigiert mich gerne, wenn ich daneben liege. Aber ungefähr so war das, ist schon ein paar Jahre her jetzt. Der hat nur Winterräder. Dem fehlen die AMG-Räder offensichtlich. Und die sind echt teuer bei dem Auto. Und der hat auch diverse Schäden, sehe ich schon hier. Hier geht es richtig was los offensichtlich. Ja, überall Oberflächenkratzer drauf. Beim schwarzen Auto ist das immer echt scheiße. Aber es geht noch. Also es gibt Schlimmeres, ne, um ehrlich zu sein. Also, aber hier sind die Räder weg. Da habe ich keinen Bock. Immer das Gemähren mit den scheiß Rädern. Da hast du einen Haufen Stress, ja, dann bestellst du irgendwo bei eBay Kleinanzeigen die scheiß Räder und dann kriegst du nicht und nur so ein Theater, das nervt über. Sag mal, hier gibt's hier die Räder dabei? Jawohl.
Die sind sogar neue Reifen drauf, hä? Alter, hier geht's los. Wer macht denn sowas? Gibt die Karre ab, macht nochmal einen Satz frische Reifen drauf. Aber wahrscheinlich, weil er keinen Bock hatte, sich einen riesen Winterwert abziehen zu lassen. Deswegen hat er sich gesagt, du, na, kaufe ich lieber 4 neue Wanlis und dann leck mich am Arsch, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass es Wanlis sind, aber macht wahrscheinlich dann immer Sinn, selber doch welche zu kaufen, bevor man sich hier dann eine Rechnung für 2000 Euro kriegt. Der gefällt mir gut. Frische Reifen sind sowieso schön. So, Autohändlers Liebling. Dann haben wir einen 18er. Naja, das ist dasselbe Spiel wie gerade eben. So ein Auto hatten wir ja gerade. Liegt ja oben bei 29,9 circa. VK, der eigentlich ein bisschen was weniger, weil hat ja auch mehr runter. Also 28,9 ist eigentlich hier eine Safe-Geschichte, aber die wirst du heute auch nicht kriegen hier. Irgendwie sind die heute alle übermotiviert. Wahrscheinlich haben die Händler zu gut verkauft wieder. Und jetzt sind sie alle am Rennen und gucken und am Machen und am Mehren, dass sie irgendwie Ware kriegen. Die Auktionshäuser freut's. Bremsen, Hinterachse erneuern, Stoßfänger nachlackiert. Okay, gut, Bremsen, Hinterachse, scheißegal, das kriegst du hin. Ja, das sieht gut aus, Zustand ist geil. Aber wir haben eine Limousine da, aber nicht als 300er. Und generell sind die Limousinen, haben bei uns immer gestanden, die Dinger. Vom W213, ne? AMG in außen, ist zwar ganz hübsch. Und haben wir zwei Stück als Diesel? Ja, 300er Diesel. Zwei Stück, 19er Autos, weiß, AMG in außen, echt hübsch mit Night-Paket, die haben wir gestanden. Ah ne, puh, kein AMG in. Da bin ich raus, tschüss, das verkauft sich nicht. Alter, guck mal die Innenausstattung an, guck mal die Sitze an. Geil. Aber da hätte, ach, okay. Okay. Die Farbe hat man schon mal. Ja, sieht cool aus, ne? Ja, die Innenausstattung schon krass, aber ohne AMG-Pakete schon. Muss ich ehrlich sein, da bin ich vorsichtig. Ist zwar natürlich dadurch auch meistens günstiger, das Auto, aber der sieht halt einfach. Tut mir leid, Freunde, sieht jetzt nicht schlecht aus, aber mit AMG-Paket sieht es einfach geiler aus, ne? Kannst du sagen, was du willst. Hab ich keinen Bock. C400. Als Kombi. Geil, ist der grün? Oh jawohl, der ist grün, ne? Fett. Grün ist geil. Leider kein virtuelles Cockpit, schade. Aber auch AMG innen außen, Panoramaschiebe, aber mal innen auch gehabt, oder ganz kurz? Ja. Panoramaschiebedach, also ne, ausstellungstechnisch schon cool, ne? Also schöne Farbe, wie ist denn die Farbe? Steht das hier irgendwo zufällig? Da, Smartgrün. Gab's auf dem G-Modell. Gab's das schon. Und auf dem W210 und so. Geile Farbe. Sehr, sehr alte Farbe mittlerweile, aber immer noch offensichtlich verfügbar und wird immer noch bestellt. Ist doch geil. So, 400er ohne virtuelles Cockpit ist ein bisschen schade. Ziehen wir uns aber mal schnell rein. Boah, das Cabrio, ne? Ohne Winter, das C300 Cabrio ohne Sommerräder. Über 30.000. Plus Aufgeld, plus Transport, plus Aufbereiten, plus Räder. Boah. Was hat er jetzt runter gehabt? Der hatte runter 22.000, also nichts. Zoom mal bis 40. Hat einen Allradantrieb. Ja. Ja, und die sind schon noch ganz schön teuer. Ne? Wenn du das hier so siehst, 37.000 Euro startet es, dann geht es auf 37,9 hoch im Brillantblau mit Night-Paket. Sehr geil. Und dann kommt hier schon ein C43 mit der alten Maschine zwar, aber gibt es ein 43er fürs Geld. Not bad. Not bad. Ja, also Max VK sehe ich hier über 39,9, weil du kriegst hier wirklich ein komplett vergleichbares Fahrzeug. Im Brillantblau würde ich auch sagen. 20.000 runter, 18er Auto. Ja, let's go, virtuelles Cockpit fürs Geld. 39,9, also ist wirklich Max. Max. Ich sehe es eigentlich eher bei 37,9. Viel Geld für so eine C-Klasse eigentlich, ne? So, meiner. Ja, mal angeguckt, also 37,9, 38,9, C-Klasse. Ungefähr. Irgendwie hat der Enrico das Gefühl, dass er irgendwie seine Zeit vertrödelt gerade. So, naja, gut. Heute sieht es echt mau aus. Auch die C-Klasse gerade für über 34 rausgegangen. Ne? Der hat so eine schöne Felge und so. Aber ach komm, nein. Ah, der ist aber geil. Kannst du mal einen Tiguan, oder? Leck mich in die Tasche. Warte mal ganz kurz. Ja, oh, der ist schön. Als R-Space, haben wir schon R-Space gehabt? Oh ja. Tiguan R-Space, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Da müsste ich jetzt echt lügen.
Ob wir da schon einen da hatten. Müsste ich jetzt echt grübeln. Ja, der ist voll, ne? Allein innen außen. Jo, Ausstellung ist geil. Über 38 Mille. Ist zwar ein 20er Auto, aber trotzdem. Eieiei. So, was mit dem? Nee, Alter. Das Lenkrad. Die Sitze. Ich bin raus. Und hier haben wir nochmal einen schönen blauen. Das, die Farbe Atlantic Blue. Die ist der Hammer, wirklich, Leute. Die sieht in live so geil aus. Ist echt schön. Hat eine Standheizung. Jupp. Immer schön. Immer gern gesehen, sowas. Allradantrieb, 19er. Ja, das hätten die ganz hübsch wieder schwarze gerade. Das ist auch ein normaler Tiguan. Ach komm, ich will, wenn da mal einen R-Space haben. Guck ich mir mal die S3 Limousine an. Der kommt gebückt. Schön im Blau. Die richtige Felge dabei. Das passt eigentlich. Drei Besitzer auch schon. Das ist auch assi. Ja. Hast du halt ein Auto irgendwie, was 4 Jahre alt ist und es hat 3 Besitzer. Das klingt ja schon für den Kunden, die scheißen sich dann auf deutsche Sachen die Hose. Aber meistens sind die Gründe für 3 Vorbesitzer nach so einem jungen Baujahr relativ banal. Vorschaden bekannt, Checkheft liegt jetzt keins vor, bin ich raus, hab keinen Bock rauszufinden, was damit nicht stimmt oder was stimmt. So, jetzt haben wir noch so ein Ding aus R-Space. Der letzte ging gerade durch die Decke. Ziehen wir uns jetzt nochmal rein. Das ist quasi ein vergleichbares Fahrzeug. Auch ein 20er, der hat ein bisschen was weniger runter. Los, let's check us das Ding. Airline. Dann ist das ein 20er gewesen. Suchen wir mal das 19er, suchen wir mal bis 20.000. Max, das ist ein 190 PS Benzin, glaube ich. Bingo mit Allrad. Zack, zack, zack. Und da sind auch schon nicht mehr viele übrig. Geht halt los bei 32,9. Der erste im Netz. Hier ist so ein vergleichbarer. All Black. Mit Black-Paket. Genau, das ist so ein Auto. Die hast du für 39,9 im Netz. Checken wir mal, warten wir mal ab, was passiert. Da fragt sich der Enrico, was machen wir mit den Autos? Der Tiguan liegt jetzt bei 39 Mille, Alter. Wir haben gerade gesehen, das ist ein Ding für 39,9 schon. Kriegst zwar dann aus 19, aber das Ding ist hier eine 1,20er Zulassung. Also was, über was reden wir jetzt hier? Also das ist doch albern. Exakt dieselbe Karre. Kannst du komplett lassen. Gucken wir mal weiter. Silberner GEC 350. Vielleicht könnte man den aus Mitleid günstig kriegen. So, irgendwie kickt mich jetzt gerade gar nichts mehr. Das ist ja fast wie yesterday oder like yesterday. Jedes Mal, ich sag's ja immer wieder, wenn wir die scheiß Kamera aufbauen und diesen scheiß hier Aufnahmemodus machen, tja, dann sind die Preise einfach scheiß teuer, dass es einfach keinen Sinn macht, irgendwas zu kaufen. Ne? Das nervt einfach nur. Oh, was hier? Multivan Startline. Na, ja, plus sind das mit Folie beklebt, die Bude. Damit es cool aussieht. Da gucken wir eben ein bisschen bei der Konkurrenz, ne? Es gab den Amarok als 3 Liter TDI mit 163 PS. Echt jetzt? Das ist ja mal krass. Okay. 435 Grand Coupé in Silbern. Ohne M-Paket und tschüss. 420i E350D. Das hat man schon gesehen. Hier kommt heute auch nichts rein. C300 Diesel, Facelift. Krasse Farbe. Mattgrau. Ist der foliert? Ne, der ist lackiert in mattgrau. Aber wird auch teuer, ne? 19er Auto, 81.000 Kilometer auf der Trommel. Das ist auch nie wenig, ne? Aber halt, das ist das Problem, ne? Stoßstange zur Heimat. Haufen Steinschläge drauf. Autobahnauto eben, ne? Lackierung für das Auto ist auf jeden Fall kein Schnäppchen. Ja, aber du, passt für mich nicht. Benziner 250er, sowas haben wir gerade verkauft. Winterräder, okay. Geil, das sieht auch mal richtig deutsch aus hier auf der Rückbank, Alter. Ja, schön. Da wird mir das Herz warm. Felge auch zerschossen. Gut, haben sie wenigstens noch was untergelegt, so halbwegs. Ich konzentriere mich jetzt mal einfach nur auf die Sachen, die mich wirklich brennend interessieren. Weil hier mit dem ganzen Firlefanz, ich glaube, das wird heute einfach nichts. C220 Diesel. Du, muss ich ehrlich sein, da fehlt mir die Erfahrung Coupé und Diesel. Bei der E-Klasse geht es, sogar als Cabrio, bei der C-Klasse kein Plan. Da muss ich ehrlich gestehen. Aber schönes Exemplar mit Night-Paket, AMG innen außen. Den lassen wir mal offen. Schöne Felge dabei.
Bestehender Schaden Frontbereich links. What the hell is going on? Aha, rechts unten Stoßstange. Steinschläge in der Scheibe ist klar. Hinten angebumst. Da hat eine Delle drin. Oh, das Touchpad gebrochen. Eigentlich ist es nicht so dramatisch, aber nervt. Musst du vorher reparieren, vor allem das Touchpad. Kannst du nicht gleich verkaufen. Musst du euch mal in Stand setzen. Der ist doch schön. Schöne Felge. Die Felge ist einfach mal gnadenlos schön, ne? Ach, das ist eine Limousine. Jawohl! Schon? Ja. Du hast die Preiswerten genommen sozusagen. Nö, mein Bruder gesagt, die billigsten. Alles gut. Die halten dann 5 Minuten. Da war ja früher wirklich, muss man wirklich sagen, ne? Jetzt ist das hier mal ultra langweilig, das Ganze. Wenn es nichts gibt, ne, ist so, oder? Ja, weil du halt in x verschiedenen Auktionen am Tag hin und her switchst. So. Da Überblick auch wirklich zu behalten. Kann schon mal manchmal schwierig sein, sag ich ganz ehrlich. Und dann brauchst du eigentlich auch komplett Ruhe, ne? Am besten niemand um dich rum, kein Telefon, keinen anderen Gubbi. Sonst kann es passieren, du machst irgendeine Scheiße. So, GLC 350. Ziehen wir uns den Kollegen nochmal rein, aber ich ahne schon, dass das wahrscheinlich genauso aussichtslos ist wie die anderen Preise heute. Ich habe keine Ahnung, wer oder was hier alles mitmischt. Irgendwo jemand im Ausland. Für den hier die Verkaufspreise, die maximalen im lustiger Einstand sind wahrscheinlich. Wo wir dann als deutsche Händler sagen, da sind wir raus. Aber hier gibt es wenigstens mal ein kleines Schmankerl fürs Auge. E63 W212 Facelift. Mit Ausstattungsmerkmal nehme ich, wenn ich das hier auf den ersten Blick sehe. Das sieht gut aus. Was für ein schönes Kfz. Das gefällt dem Enrico gut, der hätte nur noch ein Night-Paket vertragen können, meiner Meinung nach. Aber das ist ein tolles Auto. Nice, really nice. Sag mal her. 96.000 Kilometer, keine Steuer, Allradantrieb und 557 PS Performance-Paket, bla bla. Totwinkel, Adaptive Front, 360 Grad Kamera, ja. Okay, how many owners? Viere, na klar, wie soll es auch anders sein? Check F nicht bekannt, liegt nicht vor. Ist halt digital, müssen wir sich jetzt nochmal aufrufen. Jetzt kommt übrigens das C220D Coupé, wo ich mir nicht sicher bin, das ist mit dem kaputten Touchpad. Bestehender Schaden, Frontbereich hinten links. Ja, wen lachst du jetzt? Der Frontbereich hinten links. Ja, was ist denn der Frontbereich hinten links, Kunde? Was ist denn das? Frontbereich hinten links, hä? Komplett lost, Alter. Da lacht sogar der Düse. Gott, da kann ich auch gar nicht folgen. Aber ich glaube, der Preis ist fair, weil die Karre sieht schön aus. Weißt du was? Fuck off. Ich nehme es einfach mit. Mal gucken, ob der Preis passt einigermaßen. Also ganz ehrlich, ich denke, dass der Mark 29 der Max-Verkauf ist. Oh, da, fuck off. Haben sie mich übersprungen mit meinem Gebot, ne? So eine Drecksäcke. Ich hab geklickt, ne? Da haben wir auch noch die unten, zack, wieder hoch und zack, raus. Kommt auch vor. Hast du Pech? Hast eine Sekunde zu lange drüber nachgedacht? Genau, 321 nicht deins. Freut sich ein anderer. Ich hoffe, dass sie sich mal so gegen Ende der Auktion so ein bisschen. Oh, der Preis ist fair. Dass sie sich zum Ende hin wieder ein bisschen beruhigen. Der Preis war fair. Sind direkt von 24 auf 29,5 hochgeschossen innerhalb von wenigen 3 Sekunden oder so. Jetzt sind wir aber über 30 für den GLC 350 mit 81 aus 17 mit AMG in außen. So, der E400. Das würde ich ja mal gleichsetzen mit dem E43. Und das sind 12-16, also das ist schwierig. Wenn so ein Auto quasi vor der offiziellen Markteinführung zugelassen wurde, ist das halt immer ein bisschen tricky mit dem Verkaufen. Solches ist es. Weil ich meine, 17 kam der Kombi vom W213. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Ein CLA 45 AMG mit 381 PS. Das war seinerzeit der serienstärkste Vierzylinder weltweit.
Frontseite hinten links, Tür hinten links nachlackiert, Höhe unbekannt, bla bla blub, bla bla blub. Kieles und Slitzlau. Was hat er für ein Klima? Der hat die richtige Klima. Und ist erster Hand, das ist schön. Scheckheft ist ohnehin digital bei dem Ding. Mhm. Felgen zerschossen. Oh ja, oh, hier hat er einen richtigen Reifen gebissen. Hier, oh Alter, was ist mit dem? War ich das etwa? Das sieht so aus, als wäre ich da mitgefahren mit dem Ding. Alter. Ja, nee, komm. Da hat sich das auch geschissen mit dem Ding. Und dann haben wir hier den 4-Besitzer 63er. Sag mal, Alter. Du und deine Kasse. Ja. Ihr zwei habt ein bisschen miteinander, ne? Ich muss nicht oft an die Kasse, kannst du ja auch einen Büsel fragen. Also oft bin ich nicht hier. Wieso stimmt das? Und der Blick zu ihm. Ja, ja, keine Sorge, ich hau ich nicht in die Pfanne. Ja, das ist so, Freunde. Bisher sieht es eher mau aus. Aber es macht auch keinen Sinn, irgendwas zu kaufen, nur damit man irgendwas kauft. Das ist natürlich auch sinnlos. Das muss natürlich schon irgendwie passen. Zumindest sollte man das Gefühl haben, dass es passt. Aber wir geben nicht auf. Wir bleiben hartnäckig. Auch wenn ich gerade scheiß müde bin und am liebsten schlafen würde, um ehrlich zu sein. Also das, was der Autohändler sonst so tagsüber macht. Wenn er nicht gerade Geld zählt. Schlafen. Den finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ehrlich, ich habe noch nie einen Volvo XC90 von dem Modell gehabt. Mit R-Design, komplett in schwarz. Das gefällt den Enrico gut. Zwar nur die alte Maschine mit 235 PS, aber wenigstens fährt das Ding noch mehr als 180. Zwei Service gesehen, 19 und 20, was ist das, ein 18er? Ja. Naja gut, prüfen wir den mal. Vielleicht passt es ja. Nein, nicht Volkswagen, Volvo, Tetzlaff, du Idiot. So, Freunde der Nacht. Diesel, Nachtschlacht für einen Diesel. Kennst du noch die Werbung? Diese, ich weiß gar nicht mehr, diese Europcar-Werbung oder was das damals war? Ich kenne auch nichts, ist unmöglich. Toyota, das wurde denen ja verboten, ne? Weil es ja nicht haltbar ist. Ja. Damit durften sie ja dann nicht mehr werben. Das war der Grund tatsächlich. Ja. Kannst ja da, das kannst du ja nicht einhalten, wie soll es gehen? Wenn du den Kunden suggerierst, dass alles möglich ist, wie soll es funktionieren? Ja, um den E63 gibt es hier gerade eine kleine Schlacht. Um ehrlich zu sein, ist der Preis echt okay. So, der Papa hat einen E63 jetzt gekauft mit 4 Besitzern. Da können wir uns dann bestimmt wieder schön. Das können wir dann YouTube-mäßig richtig ausschlachten. Ja. Die ist noch da. Was? Ihr müsstet den mal sehen, ne? Habe ich hier Kopfhörer? Da steckt ja so die Kopfhörer und ist voll im Film und macht so hier. Ja, klar, ich muss ja die ganze Zeit. Du redest dort drüben. Also richtig, der guckt so richtig lost auf den Display. Alter, wenn du den siehst, denkst du, das ist ein Wahnsinniger, irgend so ein Psycho. So, Enrico, E63 oder was? Da sehe ich ja schon das nächste YouTube-Video hier auf mich zurollen. Weil es natürlich, muss man jetzt ehrlicherweise gestehen, leichtsinnig, wenn nie hin, ein bisschen verrückt, die Bude jetzt einfach mal so, ohne die Story jetzt vorher nochmal abgecheckt zu haben, sich die Karre zu ziehen. Ich sage euch auch gleich, warum ich gesagt habe, ich einfach nehme es mit, weil das Boot ist unfallfrei, hat zwar 4 Besitzer, aber unfallfrei ist schon mal die halbe Miete, hat 2 Schlüssel, das ist auch schon mal wieder ein Teil der Miete, 4 Besitzer ist zwar assi, aber das Auto ist auch aus 2013. Hat halt ein paar Mängelchen optischer Natur. Die Scheibe kannst du wahrscheinlich dann tauschen, die ist durch. Aber Ausstellung hat gepasst. Der hat ja von der Sache her alles drin. Hat zwar Winterräder drauf, aber ich fand den okay. Preislich war auch fair. War jetzt kein übelst krasses Schnäppchen, das muss ich dazu sagen. Aber ich denke, den kann man so für Anfang 40 irgendwie anbieten im VK. Das, ich denke, ist okay. Für unter 100 runter, ne? 96.000 auf der Uhr, das ist nicht so viel. Und ausstellungstechnisch, wir können mal aus Geigel uns kurz den Neupreis reinziehen. Da zieht sie wahrscheinlich gleich die Schuhe aus. Ja, 128.000. Das geht noch. 150 wäre schon so das Limit, glaube ich. 160. Der Driver-Package drin hat Command, hat Tut, Winkel, ACC und Co. Fernlicht, ASI, Sideback, Keyless, Go. AMG, Performance-Lenkrad drin. Was wichtig ist, Memory-Sitze drin. Panorama-Schiebedach, Packpaket. Sitzheizung hinten, Dynamic Bright White, Harman Kardon, Soundsystem und und. So, es kommt der Volvo, ist jetzt dran. Ich denke, dass so ein Ding maximal bei 37,9 raus zu verkaufen wäre, meiner Meinung nach. Mit dem Kilometerstand. Und der Preis, Ausrufpreis erstmal fair.
schönen Feierabend. Ciao. Ja. Ach, jetzt schon wieder Schluss oder was? Naja, wenn es spät kommt, kann früh gehen, weißt du. Ja, klar. Und den ganzen Tag nicht macht, nur die Kasse sucht. Ja. Und Pakete packen. Zweimal. Genau. Alter. So, den Volvo habe ich jetzt auch noch mitgenommen, siehst du, und langsam zum Ende hin wird es so langsam belohnt. Wir kommen so langsam, langsam, aber sicher dem Ziel dann etwas näher. Jetzt haben wir den 63er, den haben wir auch gekriegt. Und den Volvo, da bin ich mal gespannt. Das ist der erste XC90. Ja, werden wir keinen Reibach machen mit dem Ding. Aber ich bin zuversichtlich, der ist komplett schwarz und die meisten sind nicht komplett schwarz. Wir können uns den nochmal kurz reinziehen hier in den Eimer. Aber sieht cool aus, optisch. Macht was her. Ich bin gespannt. Ja, dreck halt wie solche die Bude, ne? So sieht ein gebrauchtes Auto eben aus, ne? Boah, Alter, was geht? Was ist hier der neue Preis gewesen? Ich dreh durch, Alter. 64 Millionen netto, ne? Also, das ist echt auch sportlich. 76.500 Euro fast brutto, Alter. Lecco mio. Uiuiui, ui, ui. Das ist echt nicht wenig Geld. Ja, denke mal, dass wir den Volvo dann für 38,9 irgendwie rausstellen werden. Und E63 ziehen wir uns jetzt auch nochmal schnell rein. Mit unter 100 ist das schon relativ selten, das Auto. Weiß ist auch okay, Night wäre halt geil noch gewesen bei dem Ding, ne? Aber gut, kannst nicht immer alles haben. Ja, geht halt bei 40 so richtig los, würde ich sagen, so ein Auto. So, E350 Cabrio, Freunde. S350 ohne AMG-Paket geht gar nicht klar. Nochmal ein S350, aber mit AMG, so wie das aussieht. Auf den kleinen Bildern sieht man es immer ein bisschen schlecht. GLE 43, nee, danke. Cayman Coupé, 299 PS mit einem 2 Liter Motor, A830 TFSI. Ja, das glaube ich nicht. C63, jawohl. S500 in silbrig. Mit langem Radstand, 500er G-Modell, CLS 53. Da fragt sich halt Enrico, wer braucht denn sowas? E350D Cabriolet. War schon toll, ne? Aber die AMG-Räder fehlen hier eben auch, ne? Tschüss. So, was mit dem hier? Limousine. Brillant blau, schöne Felge. Aber Limousine, was die Rückbank nicht mal geteilt war. Das finde ich so krass. Nee, das geht gar nicht. Ehrlich nicht. Haben wir schon gehabt. BMW E61. E60. Ohne geteilte Rückbank. Kannst du vergessen. Den finde ich noch ganz gut hier, der hat die richtigen Sitze. Night-Paket, Keramik drin, geiles Ding. Aber ist auch ein 19er. Komm, brauchen wir uns nichts vormachen, der wird zu teuer. Was mit dem Boot hier? Boah, wilde Farbkombination. Alter. Das ist schon wild, ne? Langer Radstand. Hybrid, Alter. Nee, komm, das ist nichts für mich. er, da werden die auch drum kloppen, das kann ich dir garantieren. Brauchen wir uns auch nichts einbilden. Mal ein bisschen Zeitmanagement jetzt hier ein bisschen beachten. Kann ich hier tagelang jetzt hier davor sitzen und nur dumm in den Computer glotzen. Muss auch mal was werden hier. So, nee. Also wir sind ja nie ganz leer ausgegangen. Ist zwar jetzt auch nicht so überragend geil gelaufen, aber ein E63 ist jetzt geworden, auf jeden Fall safe. Und ein Volvo XC90. Das finde ich mal ganz interessant. Das war jetzt zwar kein krasses Schnäppchen der Volvo. Die E-Klasse ging, das war okay, vertretbar. So dass wir den auch im Zweifel für eine 39,9 auch verkloppen könnten. Ich denke, da bist du weit vorne mit dem Auto. Wenn man mal überlegt, ne, was so ein R6 da kostet oder ein M5 V10 als Touring. Das ist die E-Klasse ein Schnäppchen fast schon. Ne? Muss man jetzt mal so sagen. Deutlich jüngere Auto, vergleichbare Kilometer, mehr Ausstattung.
Gut, Freunde, an der Stelle würde ich jetzt erstmal sagen, ist hier Schluss. Das waren jetzt auch wieder 1 Stunde 48 Minuten Gesamtaufnahmezeit. Derjenige, der sich das dann angucken muss, der tut mir leid, weil du siehst hier halt die gesamte Zeit halt rein. Deswegen halte ich jetzt die Verabschiedung kurz. Wir haben jetzt 2 Autos gekriegt, wie gesagt, den Volvo und den Mercedes. Das ist schon mal besser als nichts. Das ist mal ein bisschen was Außergewöhnliches. E63 Kombi hat man schon lange nicht mehr. Als Biturbo, Facelift und der Volvo XC90 ist, glaube ich, generell der erste XC60 und Co. Haben wir alles schon. V60 Cross Country und was es nicht alles gibt, aber den eben noch nicht. Oder XC90 oder V90 Cross Country, wie er dann noch so hieß. Das hat man alles schon, aber eben das Ding eben nicht. Ich bin, würde sagen, an der Stelle schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wann auch immer das Video läuft, weiß ich noch nicht. Ich halte die Ohren steif. Bis bald, Leute. Ciao. Wo gehen die Scheiße aus? Düse? An der Seite ist ein Knopf. Der rote? Ja.